Lieber Herr Bischof Oster, wie gefällt es Ihnen auf dem Katholikentag? Wunderbar. Ich bin ja eigentlich, betrachte ich Regensburg als meine Heimatstadt. Ich habe hier einen großen Teil meiner Jugend, meines Studiums verbracht, habe viele Freunde hier, meine Eltern leben noch hier. Und jetzt zu sehen, dass die Stadt eingetaucht ist in ein Fest des Glaubens und der Begegnung, ist einfach wunderschön. Waren Sie denn schon bei vielen Veranstaltungen? Gab es eine, die Ihnen besonders gut gefallen hat? Ich war gestern bei einem Podium zum Thema Glaubensweitergabe. Das war sehr spannend. Im Kolpinghaus mit Bischof Genn und Johannes Hartl und Hanna Lehner und Professorin Pollack. Die haben über die Frage geredet, wie man dem, was wir alle erleben, dass wir in einer immer säkularisierteren Gesellschaft leben, wie man dort Impulse des Glaubens setzen kann. Das war sehr, sehr spannend. Ganz gut besucht, ganz viele Leute. Ja. Das war zum Beispiel eine. Und dann eine andere habe ich noch selber moderiert und dann bin ich über den Katholikentag flaniert. Und ja, und ich werde überall aufgehalten zurzeit. Ich komme nicht so weit. Zum Beispiel von Ihnen. Ja, dann, Sie sind ja jetzt noch gar nicht so lange im Amt. Wie waren so die ersten Tage und Wochen? Die ersten Tage sind noch irgendwie getragen von einer Welle der Freude, das ist fast schon euphorisch da in Passau. Die Freude war sehr groß. Der letzte Samstag, wo ich geweiht worden bin, also das war der einzige Tag, habe ich festgestellt, in den letzten Wochen, wo es nicht geregnet hat. Und deswegen war es wirklich ein sehr, sehr sonniges Fest und das hallt noch stark nach bei mir und auch bei den Leuten. Aber ich habe natürlich schon auch sehr viele Sitzungen, Termine. Ich habe auch schon gefirmt jetzt und sowas. Ne? Der ganz normale bischöfliche Alltag holt mich so allmählich ein. Jetzt ist ein bisschen Ausnahme, weil wir Katholikentag sind, aber der Kalender ist schon voll für die nächste Zeit jetzt. Ja. Haben Sie denn schon nächste Pläne, was Sie als erstes angehen wollen oder einen großen Wunsch, was Sie machen wollen? Ja, das habe ich schon, genau, gute Frage. Ich würde gerne ziemlich schnell raus in die Diözese. Ich bin zwar aus Regensburg, deswegen kenne ich die Mentalität der Leute, kenne auch die Landschaft und auch einiges aus der Diözese, aber die Kirche von Passau kenne ich eigentlich kaum. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte möglichst bald, möglichst viel raus in die Diözese und dort dann auch vielleicht mal bleiben und sowas. Jetzt vor der Sommerpause sind noch viele so Firmungen und organisatorische Sachen, aber danach möchte ich sehr schnell die Dekanate besuchen und dort in jedem auch bleiben. Und einfach damit ich verstehen lerne, wie die Kirche von Passau so arbeitet. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Alles Gute. Danke.